smartphone und damit viele zusätzliche Abfälle. Verpackungsmaterial, Gemüse und Obstreste müssen abgefahren werden. Wäre da nicht auch bei Ihnen für diese Aufgabe ein KUKA-Müllwagen das Richtige? Papierkörbe, deren Zahl auch immer größer wird, kann man auf verschiedene Art und Weise leeren. Aber gerade in Stadtzentren ist ein Sammelfahrzeug von der Größe des Mini-Hai am wenigsten verkehrsbehindert. Für eine Supermarktkette hat sich das Müllproblem durch unseren Einachs-Anhänger gelöst. Während der LKW den Warennachschub bringt, nimmt der Müllanhänger den angefallenen Geschäftsmüll mit. Könnte man fast sagen, eine perfekte Müllforderung und nicht gerade wenig Abfälle für einen Tag. Übrigens wird der Behälter in diesem Fall von einem VW-Industriemotor angetrieben. In der Großhandelszentrale ist die Menge natürlich das Vielfache. Aber wenn drei Mann mit Hochdruck rangehen, ist auch der größte Abfallberg in kürzester Zeit beseitigt. Auch die christliche Seefahrt ist ein Abfalllieferant. Schuten übernehmen den Hafenmüll und liefern ihn bei einem Spezialunternehmen ab. Ein Zweiachs-Anhänger mit elektrischem Gehälterantrieb nimmt die Abfälle auf. Von einem Unimog oder anderen Zugfahrzeug wird der Anhänger dann zur Entleerung gezogen. Nach der Beladung wird der Elektroanschluss gelöst und der Anhänger ist abfahrbereit. Auch bei großen Industrieunternehmen ist die Mülllawine im Rollen. Produktionsabfälle und Verpackungsmaterialien haben einen so großen Umfang angenommen, dass nur Spezialgeräte, in diesem Fall ein KUKA-Hai mit Elektroantrieb, die Kosten in erträglichen Grenzen halten. Nicht enden wollende Kunststofffolien bereiten woanders Schwierigkeiten. Nur durch die kontinuierliche Förderung ist es überhaupt möglich, solche Riesenschlangen zu laden. Ab und zu kommt es vor, dass glühende Asche aus Müllgefäßen in einen Müllwagen geladen wird. Manche Leute behaupten dann, der Müllwagen brenne. Wir wollen Ihnen zeigen, dass dies beim KUKA-Hai nicht so ist. Ein ganz schönes Feuerchen, das er hier schluckt. Durch das Drehen des Behälters und den damit verbundenen Umwälzen des Mülls wird jedoch das Feuer einwandfrei gelöscht. Selbst unter so ungünstigen Verhältnissen wie hier bei reinem Papiermüll. In der Praxis merkt das Bedienungspersonal überhaupt nicht, dass glühende Asche geladen wurde.